Willkommen zum neuesten CSGO-Podcast. Heute geht es um Noob-Waffen. Was heißt das überhaupt? Gibt es sie wirklich? Und falls ja, welche Waffen sind denn jetzt diese Noob-Waffen und welche sind die Profi-Waffen oder eben die besseren Waffen? Als Noob-Waffen werden Waffen bezeichnet, die sehr leicht zu erlernen sind, mit denen man in Anführungsstrichen leichte Kills machen kann, die somit also eher von Anfängern bzw. eben Noobs gespielt werden. An der Stelle kann man direkt einhaken und sagen, wir sind uns doch sicherlich alle einig, dass es für jede Waffe eine bestimmte Situation gibt, in der man sie sehr gerne hätte. Beziehungsweise, dass es Situationen gibt, in denen Waffen eben nicht so gut sind. Weil man zum Beispiel auf das 2 auf A-Lang im Pit sitzt und der T gerade die Bombe legt. Für A-Lang. Man sieht also gerade sein Köpfchen genau vorne an der Ecke, an dieser Kante. Welche Waffe hättet ihr da am liebsten? Wahrscheinlich eine AWP oder eine Scout oder so. Und eher keine Schrotflinte. Oder P90. Es gibt Situationen bzw. Positionen im Spiel, die förmlich nach einer gewissen Waffenart schreien oder sogar nach einer ganz bestimmten Waffe schreien. Wenn ich in Drop stehe als CT und Drop verteidige, dann habe ich schon gerne eine Schrotflinte in der Hand oder auch eine P90 oder eine MP halt irgendwie so. Da stehe ich jetzt nicht so extrem gerne mit Deagle oder mit einer M4 oder mit einer AK oder am besten gar nicht mit einer AWP. Um jetzt aber nicht lange abzuschweifen, zurück zum Thema. Es gibt Leute, die werden zum Beispiel mit einer P90 gekillt. Und dann schreiben sie, fucking P90 Noob! Jetzt muss man sich halt ganz genau überlegen. Was ist hier passiert? Wo haben sie wie gespielt? Der tote Spieler geht also automatisch davon aus, dass der P90-Spieler ein Noob ist, beziehungsweise die in Anführungsstrichliche Noob-Waffe P90 benutzt. Ist dieser Spieler jetzt ein Noob, weil er die P90 spielt? Ist die P90 eine Noob-Waffe? Ist sie so einfach zu meistern, einfach draufsprayen und Abenteuer-Dauerfeuer? Wie sieht das aus? Ja, die P90 ist in diversen Situationen gar nicht so schwer zu spielen. Sicherlich einfacher als eine andere Waffe in dieser Situation. Also wir gehen zum Beispiel mal von einem Closen Encounter aus. Jemand steht direkt vor dir in Lower Tunnels auf das 2. Dein Gegner hat eine Scout und du hast eine P90. Um direkt den Skill wegzunehmen. Wir gehen immer davon aus, dass die Spieler gleich gut sind. Gleich schnell reagieren und so weiter und so fort. So, Scout gegen P90. Der Scout-Spieler könnte im Headshot landen, aber in der Action, also wir nehmen an, beide befinden sich gerade in der Bewegung, könnte es schwer werden für den Scout-Spieler, den P90-Spieler umzureißen. Das heißt, wahrscheinlich geht der P90-Spieler da aus der Situation positiv raus oder positiver. Anders würde das bei einer AK als Gegner aussehen. Da könnte es schon schwierig werden. Wenn man jetzt aber die Situation hat, dass die Tees auf A, auf das 2, die Bombe gelegt haben und du mit einer P90 als Terrorist im Pit stehst, alle deine Mates sterben und eine AWP auf A steht und die Bombe diffused oder sich smoked oder wie auch immer, da hat man echt schlechte Karten mit der P90. Das muss man dann natürlich auch ganz ehrlich sagen, da bist du angeschissen. Die AWP ist da auf jeden Fall im Vorteil. Und Vorteil ist hier ein ganz wichtiges Wort. Viele Leute sagen, dieser Noob hat mich weggesprayt mit der P90, er hatte ja den Vorteil der P90 und da konnte ich ja gar nicht und hin und her und lirum larum, deswegen Noob-Waffe. Und ich finde, das ist nicht so einfach zu sagen. Das ist wirklich nicht einfach, das so abzutun. Das ist ja eine Noob-Waffe. Dagegen hatte ich ja keine Chance und so weiter und so fort. Man kann sagen, in der Situation hatte ich gegen diese Waffe keine Chance. Aber es so abzutun, dass es eine Noob-Waffe ist, ist schwierig. Und falls man das doch macht, dann muss man sich genauso im Klaren sein, dass eine AWP genauso eine Noob-Waffe ist. Auf eine lange Range. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die AWP tatsächlich früher zu Source-Zeiten sehr verschrien war, als absolute Noob-Waffe? Auf sehr vielen Servern war die AWP, ihr wisst ja, es gab kein Matchmaking damals in Source, also im Spiel. Man hat einfach auf irgendwelchen Servern gespielt. Da war die AWP restricted auf einen Spieler pro Team. Das heißt, es konnte nur eine AWP gekauft werden. Grund, weil es eine Noob-Waffe war. Würden jetzt heutzutage Leute sagen, die AWP ist eine Noob-Waffe? Ich weiß nicht. Darum hat sich ja so ein ganzer Kult gebildet um Kenny S und hin und her, Ultra-AWP-Spieler und Pipapo. Viele sagen, wow, dafür musst du alles können. Wow. Damals hat man gesagt, du Kacknoob, du hast mich mit der AWP weggeklatscht. Die macht dir auf Körper fast direkt tot. Das war eine Kacknoob-Waffe. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich in meiner gesamten Counter-Strike-Karriere schon zu fast jeder Waffe gelesen habe, dass es eine Noob-Waffe ist. Jede Waffe, auch AK, auch M4. Seitdem die Negev so günstig ist und sie manchmal gespielt wird, gibt es sogar Negev-Noobs. Leute, ich finde die Negev fucking schwer zu spielen. Man braucht wirklich die perfekte Situation, um in der Negev richtig reinzukillen. Und meistens hat man die Situation nicht. Ich denke, ihr spürt schon, worauf ich hinaus will. So richtige Noob-Waffen gibt es meiner Meinung nach nicht. Es gibt nur Noobs, die damit nicht umgehen können, dass jemand diese Waffe spielt oder vielleicht sogar gut spielt und man das deswegen runterspielt und sagt, ah, die verschissene Noob-Waffe. Spielt mal auf einem Public-Server mit Autosnipe und holt ein paar Kills. Da könnt ihr euch aber auf was gefasst machen. Ich weiß nicht, ob ihr die Map Pool Party noch kennt. Die habe ich früher sehr, sehr gerne bei CS:GO gespielt. Das ist einfach ein Pool mit zwei gegenüberliegenden Sprungtürmen. Eine A-Map. Wenn du da die Farmers hattest und die auf Burst geschaltet hast, warst du eigentlich der King in der gesamten Runde. Niemand hatte eine Chance, wenn du damit mittelmäßig gut warst. Und ratet mal, welche Waffe da die Noob-Waffe war. Richtig. P90. Also ihr merkt, worauf ich hinaus will. Es gibt Situationen, in der jede Waffe ihre gewisse Awesomeness hat. Es gibt Waffen, die einfacher zu erlernen sind als andere. Aber Noob-Waffen, die jetzt ausschließlich für Noobs sind, würde ich sagen, gibt es keine. Also auch eine P90 muss man irgendwie spielen können. Ich kenne auch Leute, die das nicht können. Die laufen rückwärts
vom Gegner weg und machen dabei Dauerfeuer auf ihn und die Kugeln fliegen überall hin, nur nicht auf den Gegner. Ich hatte schon richtige Rage-Momente auch in Videos, wenn wir auf Köppel gespielt haben und jemand mit der P90 in Drop stand, was eigentlich eine sehr gute Waffe für diese Position ist, aber er sie überhaupt nicht spielen kann, weil er einfach rumsprayt überall hin, einfach mit No-Aim rumpimmelt. Das ist echt bitter. In einer geübten Hand ist so gut wie jede Waffe eine sehr gute Waffe. Jemand, der ein extrem gutes Aim hat, der aimt mit der AK auf Entfernung ganz gut und aimt aber auch mit der P90 auf die Nähe. Sehr nice. Ist es dann ein Noob, der Kerl? Sicherlich nicht. Ist die P90 deine Noob-Waffe? Sicherlich nicht. Stellt euch vor, irgendwelche Noobs würden, weil sie halt Kenny S-Fans sind, nur noch AWP spielen. Oder nur Scout. Ich finde, Scout ist echt eine recht schwere Sache. Eine Scout ist ein bisschen wie eine AWP, macht aber eigentlich keine One-Shot-Kills, also vor allem nicht auf dem Körper. Maximal in den Kopf. Man kann mit ihr zwar rennen, aber es macht es direkt etwas schwieriger, weil man verleitet es vielleicht auch mal im Laufen zu schießen, wer weiß. Oder im Sprung. Die ist ja so agil. Ich denke, wir können am Ende sagen, dass es schlechte Spieler gibt, die gerne mit diversen Waffen spielen. Und darunter fällt auch auf jeden Fall die P90. Aber zu gleichen Teilen auch die AK oder die M4. Und leider auch die AWP. Wie sehr ich es liebe, wenn der Letzte im Team mit -3 Kills in der Eco-Runde eine AWP kauft. Das ist wirklich herrlich. Dieser ganze Noob-Waffengedöns kommt einfach von Salty Boys und Girls, die nicht darüber hinwegkommen, dass sie mit einer P90 weggeholt wurden. Vor allem, wenn das ganze Team weggeholt wurde. Ich habe schon diverse Runden auf Cash gehabt, wo ich in Main einen Ace oder annähernd einen Ace gemacht habe mit einer P90 gegen den Fullboy. Sie kommen da angerannt und ich höre sie eben steppen, geh rein und leg einfach alles um. Und dann haben sie eben 3 oder 4 oder 5 AKs verloren und machen P90-Noob. Das will ich mal sehen, wie diese Kacknasen mit einem einzigen Magazin ein ganzes Team umlegen, das voll gekauft hat und AKs in der Hand hat. Also die haben zurückgeschossen, ne? So ist es nicht. Was heißt es dann für die? Wenn 3 oder 4 Leute, ich weiß nicht, ob es ein Ace war, jetzt in dem Moment, es ist auch in irgendeinem Video, ich muss es mal raussuchen, mit AKs auf mich schießen, ich als Einziger, und ich eine P90 habe und alle leg. Bin ich dann der Noob, weil ich die P90 spiele, oder sind die Kacknoobs, weil sie mit 3, 4 AKs mich nicht töten können? Also ich denke, wenn überhaupt, würde ich sagen 50-50, oder? Ja, also ich habe noch nie jemanden als so und so Noob bezeichnet, also bezüglich einer Waffe. Mein Metier ist dann eher der Lucky Noob, obwohl das ein anderes Thema ist. Das ist auch ziemlich bescheuert, sowas zu sagen. Also es immer nur aufs Lack zu schieben, weil man sich dadurch ja auch einfach rausredet, von wegen, der hat eine Lacke. Ganz tief im Kern, wenn wir ganz ehrlich sind, geben wir doch sicherlich alle zu, dass jede Waffe ihre Situation und ihre Position hat, sowie ihr Plus und Minus. Aber eine Waffe als Noob-Waffe zu bezeichnen, ist einfach für einen selbst nicht so gut. Weil man sich damit einfach wieder rausredet. So von wegen, ach so, ja klar, der hat ja eine P90 gehabt, da habe ich ja keine Chance gehabt. Ich meine, was sag ich, wenn mich hier eine AWP abschießt oder eine AK oder eine M4? Ah, der hat dann eine M4 gehabt, habe ich keine Chance gehabt, läuft. Wenn man so anfängt, dann braucht man gar nicht großartig weiterzuspielen, weil man sich ja dann aus allem rausreden kann. Ja gut, das 2 ist nicht so meine Map, klar, dass ich da verliere. Ja, da bin ich nach links gelaufen im Schießen, das geht nicht. Ja, den B-Spot spiele ich nicht so gerne an, da bin ich eher schlecht, deswegen sind wir gerade gestorben. Ja, ist ja schon nach 8, so kann ich ja nicht mehr spielen. Das kann man, glaube ich, in alle Richtungen steigern. Meiner Meinung nach gibt es keine Noob-Waffen. Es gibt nur Noobs oder Profis, die Waffen in der Hand haben. Wenn ich gut mit einer AK bin, dann kann mir eine P90 nichts anhaben, wenn es keine P90-Situation ist. Wenn jemand mit Dauerfeuer mit einer P90 auf mich zurennt aus einer extrem weiten Entfernung und ich eine AWP oder eine AK in der Hand habe, dann muss ich auch so ruhig bleiben und den abknallen und nicht selbst anfangen, rumzudauerfeuern, mich dann von dem holen zu lassen. Und falls mir das passiert, dass mich eine P90 aus kilometerweiter Entfernung zerstört, so, mit 15 Sekunden Dauerfeuer auf mich und dreimal nachladen, dann bin ich irgendwie selbst auch so ein bisschen dran schuld. Und nicht die Waffe. Falls dir dieser Podcast gefallen hat, kannst du dir irgendwo auf so ein i drücken. Da ist dann die Playlist verlinkt. Und am Ende des Videos kommt sie auch nochmal. Und zwar oben, unten rechts ist die Playlist. Ja, unten rechts. Da findest du alle anderen CSGO-Podcast-Themen, die bereits behandelt wurden. Zum Beispiel Cheater, Griefer und so weiter. Vielen Dank, dass du zugehört und vielleicht auch zugesehen hast. Diese Serie wird oftmals einfach nur gehört, was auch völlig in Ordnung ist. Wobei ich manchmal ziemlich krasse Gameplays raushaue, ne? Ich habe aber keine Ahnung, was jetzt hier noch kommt. Meistens nehme ich die Gameplays nach dem Podcast auf. Und ja. Dankeschön, ciao, ciao.